bei unserem Institut beschäftigen wir uns mit Fragen der Modellierung und Simulation von derartigen Stromversorgungssystemen mit höheren Anteilen einer fluktuierenden Erzeugung auf der Netzseite und auf der Nachfrageseite. Mit dem Ziel, hier Strategien zu entwickeln, wie man letztlich auch eine hohe Versorgungssicherheit bei steigenden Anteilen einer Stromerzeugung aus Wind und Sonne sicherstellen kann. Also wir haben in Deutschland in den letzten Jahren die Stromerzeugung aus Photovoltaik und Wind sehr stark ausgebaut. Wir erzeugen derzeit ungefähr 50 Terawattstunden Strom aus Wind und etwa 30 Terawattstunden aus Photovoltaik. Dieser Strom ist charakterisiert durch eine sehr starke Fluktuation, weil die Solarstrahlung ja direkt umgesetzt wird in Strom und damit jede Wolkenbewegung letztlich eine Schwankung der Stromerzeugung bedingt. Und das heißt, dass unser Stromversorgungssystem letztlich, um eine sichere Stromversorgung zu realisieren, dass jeder Verbraucher zu jeder Zeit sicher mit Strom versorgt wird, muss dann letztlich diese Fluktuation ausgeglichen werden durch den konventionellen Kraftwerkspark oder durch andere regenerative Energien, wie zum Beispiel Biomasse oder potenziell Geothermie. Und die Herausforderung ist jetzt, dass wir zukünftig unser Stromversorgungssystem so weiterentwickeln, dass bei höheren Anteilen dieser fluktuierenden Erzeugung aus Wind und Sonne letztlich ein stabiles System entsteht, das diese Fluktuation so weit ausgleichen kann, dass jeder Verbraucher zu jeder Zeit immer sicher versorgt wird. Also wenn wir diese Herausforderung der fluktuierenden Erzeugung, höhere Anteile fluktuierender Erzeugung angehen wollen, müssen wir eigentlich an drei Stellen ansetzen. Das erste ist, wir müssen uns genau angucken, welche Möglichkeiten haben wir im Bereich der Erzeugung hier Einfluss zu nehmen. Ja? Möglichkeiten wären zum Beispiel, dass man dann Windkraftanlagen runterregelt oder angedrosselt fährt. Weitere Möglichkeiten wären zum Beispiel, dass man die Photovoltaik eben dann nicht nutzt und nicht einspeist ins Netz. Die zweite Variante sind die Möglichkeiten, die wir im Netz haben. Das sind dann die Speicher, zum Beispiel Power-to-Gas, aber auch andere Speichermöglichkeiten, die wir haben. Das sind auch dann die Stromautobahnen, die Richtung Süddeutschland gehen, um letztlich den Strom über ein größeres Gebiet zu verteilen und damit entsprechende, sagen wir, Synergieeffekte zu nutzen. Und die dritte Möglichkeit, die dritte Säule dieser Einflussmöglichkeiten ist letztlich dann auf der Nachfrage. Das heißt, ich muss mal angucken, bei der Nachfrage gibt es Kunden, die man abschalten kann, gibt man Kunden, die auch eine geringere Versorgungssicherheit akzeptieren könnten. Von daher gesehen ist es die Herausforderung zu gucken, dass man unser heutiges System, sagen wir, detailliert analysiert in Bezug eben auf die Möglichkeiten auf der Erzeugungsseite, auf der Netzseite, auf der Nachfrageseite und dann versucht, ausgehend von den identifizierten Maßnahmen eine Strategie zu entwickeln, wie man die umsetzen kann unter Kosteneffizienzgesichtspunkten, um weiterhin eine sichere Stromversorgung zu realisieren oder zu gewährleisten. Bioenergie ist ja gespeicherte Sonnenenergie, im Unterschied zu Windenergie und Photovoltaik hat ja die Pflanze letztlich diese Fluktuation ausgeglichen und das in Form von fester Biomasse, die als Energieträger nutzt, letztlich uns zur Verfügung gestellt. Das heißt, die Bioenergie kann dann diese Fluktuation ausgleichen, kann zu den Zeiten, wo wir zu wenig Wind haben, wo wir zu wenig Solarstrahlung haben und damit zu wenig Stromerzeugung aus Photovoltaik, kann dann entsprechend die Energie bereitstellen. Mein Name ist Martin Kaltschmidt, ich leite das Institut für Umwelttechnik und Energiewirtschaft an der Technischen Universität Hamburg-Harburg.